Okay, ich hau mal ab hier irgendwie. Guck mal, ey, die kriegst du kaum. Mach kaum Schaden bei denen. Also entweder. Ich glaube, wir werden diese Insel mal bald verlassen und auf der richtigen Insel weitermachen müssen, damit wir ein bisschen leveln können. Wow, 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 jetzt ist der. Moment, Moment, Objekte. Jetzt. Na komm. Ja, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, ihn. Und diesmal haben wir auch, die Seele. Ob du durch das Lesen dieses schwarzen Buches überhaupt erfahren, was ihr wissen wolltet? Ich fand mich an einen anderen Ort wieder, ja, das stimmt. Zumindest für jene, die noch klar genug bei Verstand waren, um von ihren Erlebnissen zu berichten. Ihr wart in Apokryphen, oder vielmehr euer Bewusstsein. Euer Körper blieb natürlich hier. Ihr solltet das Buch noch einmal lesen, bis ihr am Ende angelangt seid. Dann habt ihr das darin enthaltene Wissen vollkommen verstanden. Tja, würde ich ja gerne. Dann gebe ich dir ja zu. Gebe ich dir ja recht, aber ich muss mal ganz kurz was einstellen. Irgendwie ist das mit der Musik etwas laut. So, guck mal, was du hast hier. Nichts. Oh, wirklich nichts, was für uns interessant wäre. So. Jetzt sind wir hier. Wir machen jetzt mal Folgendes. So. Nunchuck abgeschlossen. Aktueller Standort. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir haben ja eigentlich nur so viel Zeug zu tun, ne? Tierstein abgeschlossen mit, was? Metalle von Zirsk, Skaldorf, Festung Frostmotte. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Okay, das ist das. Töte General Falks Kasis. Das ist da. Okay, da können wir sogar hin. Wir versuchen jetzt mal das Quest zu machen und so ein bisschen hoch zu pushen. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir dadurch dann auch mehr Zeugs. Also ich muss zwar versuchen, nochmal mehr Getränke ranzuholen, aber es ist echt übel. Aha, okay, alles klar. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Okay, Level 20, das ist noch akzeptabel. Kurz safen. Ein An. Ja, ja. Festung Frostmotte wird niemals heilen. Doch, wird es. Hoppa, ich habe nichts irgendwie, um mich mal zu schützen. Das ist so übel gerade. Warte mal kurz. Wo ist denn eigentlich unsere Lydia hin? Zwergenöl. Ja, das war klar. Gegen zwei und dann mit Feuer. Das ist echt übel. Wir haben aber Feuerwiderstand. Nur Lydia war gerade irgendwie nicht am Start. Wo treibt die... Ach, die treibt sich da drüben hin.
Komm. So. Oh, da hinten ist noch irgendwo was. Ah, da bist du ja. So, warte mal kurz. Wir pfeifen uns mal Feuerresistenz rein. Na komm, komm doch. Keine Gnade für die. Und das ganz, ganz ohne Zeugs, ne? Ohne Heiltränke hier rumzueiern, ist ein bisschen riskant, glaube ich. Okay, hier ist irgendwie verschüttet oder sowas. Wo ist Lydia? Wo sind meine Kumpels? Okay, alles klar. Aber mal gucken, ob wir hier reinkommen. Kommen wir hier rüber? Na. Gut, gehen wir durch den Eingang. Oh, was für ein Stress, ey. Komm, Lydia. Hier hinten brennt irgendwas. Okay, dann wollen wir mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. Ein Angreifer ist in die Festung eingedrungen. Bereitet euch auf einen Angriff vor. Wo denn? Wo ist er denn? Da oben. Festung Frostmotte wird niemals fallen. Lang lebe das Kaiserreich! Na komm. Okay, den haben wir. Aber der Typ da oben ist ein Problem. Um den kümmere ich mich jetzt mal ganz kurz. Magie. Warte mal, wir haben noch Fähigkeiten. Wir können uns noch mal kurz selber heilen. Der Typ hier geht mir aber auf den Puffer. Moment. Wir haben ja alles Mögliche an Zaubern, sehe ich gerade schon. Es ist gar nicht mehr so verkehrt. Sonnenfackel, Wasser des Lebens. Exa. Ohne Worte. Ohne Worte. Alter, diese Typen hier, die gehen mir so auf den Puffer, ne? Es ist schon hier nicht ganz einfach. Ich weiß, die Veteranen unter euch, die Skyrim-Veteranen sagen, ja, ist ja easy peasy. Aber mit dem Kampfsystem von... veralteten Kampfsystem komme ich einfach nicht richtig klar. Oh, der ist down. Jetzt holen wir uns den Typen hier noch. Okay, und komm. So, jetzt reicht's mal langsam hin hier, echt. So, komm. Jetzt ist Ruhe hier. Meine Fresse, sage ich nur. Sehr ätzend. So, jetzt müssen wir da oben irgendwie hoch. Ah, und hier gibt's auf jeden Fall Rambazamba. Ein Angreifer ist in die Festung eingedrungen. Bereitet euch auf einen Angriff vor. Ja, hier auch. So, warte, jetzt haben wir ja noch
Magie. Momento. Es ist so kacke. Das ist das, wo war denn das jetzt hier? War doch hier, oder? Follower, Kampfschrei, Knochen. Wasser des Lebens, genau. Festung Frostmorde wird niemals fallen. Boah, Alter. Langsam werde ich sauer. Lebe das Kaiserreich. Natürlich. Kill mich. Also langsam werde ich sauer. Das ist nicht mehr schön jetzt langsam. Das macht hier keinen Spaß. Wo war denn dieser blöde Zauber jetzt? Ich hatte es doch gehabt. Wasser des Lebens. Und wie mache ich das jetzt? Schreien? Tatsächlich. Ein Angreifer ist in die Festung eingedrungen. Ja, ja. Bereitet euch auf einen Angriff vor. Du kleiner, kleiner Scheißer hier, du wirst. Ja, und von... Alter! Jetzt wird's langsam echt scheiße. Das gibt's doch nicht. Und diese blöde Fehlermeldung, die geht mir auch auf den Puffer. So, Magie. Wir holen uns jetzt mal was anderes. Knochen der Erde. Immer diese Kampfmusik im Hintergrund. Okay, ein Angreifer ist in die Festung eingedrungen. Bereitet euch auf einen Angriff vor. Festung Frostmorde wird niemals fallen. Lang lebe das Kaiserreich! Boah, Alter, ey, der knallt mir hier aber auch rein, ey, das gibt's gar nicht. Das ist echt nicht mehr witzig. Ja, und wieder. Alter, ey, okay, jetzt reicht's mir hin, ja? Es ist nicht mehr witzig. Ich komme wieder. Warte ab, ich komme wieder. So, lass uns mal zurückziehen. Das hat ja so wenig Sinn. Ich brauche Geheiltränke. Wäre schön, wenn Lydia auch an Land kommen würde. Was ist denn das hier? Ist hier irgendwas? Das ist ein Schiff oder sowas. Okay, hier ist aber nichts. Schade, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Ja, da oben ist richtig Rambazamba. Soll sie doch kämpfen. Soll sie doch kämpfen. Ganz ehrlich, es lässt mir aber keine Ruhe, ne? Ich bin ja, was das angeht, unerbittlich eigentlich.
Dann komm, zeig dich. Oh, Lydia lebt. Okay, Lydia lebt. Ein Angreifer ist in die Festung eingedrungen. Bereitet euch auf einen Angriff vor. Festung Frostmotte wird niemals. Naja, eigentlich sollte Lydia nicht das Kaiserreich auffallen. Nee, ihr habt Lydia getötet. Ich hoffe, ihr habt nicht Lydia getötet, weil dann werde ich sauer. Na komm. Meine Fresse, das ist ja echt übel. Na komm. One-Hit. Oh, was ist das denn? Jetzt ist da noch so ein Scheißer. Ich werd irre, ey. Komm, kill den noch. Oh. Ich hoffe, es hat... Oh Gott sei Dank, Lydia lebt noch. Meine Güte. Ist ja furchtbar hier. Aber wie gesagt, aufgeben ist keine Option, ne? Das wisst ihr ja. Nur das mit dem Zaubern und Zweihandschwert, ich weiß nicht, das ist nicht meins. Diese Zauberaktion, ich brauche mal irgendwie einen Zauberer an meiner Seite. Irgendwie braucht man nochmal einen Follower, sozusagen. Okay, das Gemetzel haben wir jetzt trotz alledem überlebt. Liegt auch noch was. Da geht's rein. Ich will mich natürlich jetzt ein bisschen umsehen. Wenn irgendwas ist, was für uns interessant wäre, sieht aber hier nicht danach aus. Da drüben vielleicht in dem Turm nochmal. Und dann schauen wir uns mal um, ob wir hier den Typen umhauen können. Okay, hier ist eine alte Werkbank. Ich glaube, ich wechsle echt auf Schwertschild oder sowas. Also die hat es hier gut zerlegt. Die, die Festung verschüttet von einem Vulkan. Okay, da geht's rein zum Quest. Aber hier Schlüssel erforderlich. Okay, alles klar. Wir müssen erst den Schlüssel haben. Und jetzt gehe ich doch hier rein, wa? Ich kann es nicht lassen. Es tut mir leid, Freunde, aber wir müssen da rein. Ich will da rein. Es muss sein. Es muss sein. Lydia? Wo bist du? Es ist echt heftig. Aber mit, ich weiß nicht, mit Stufe 22 hätten wir vielleicht hier gar nicht erst herkommen sollen. Aber mein Gott. Ah ja, da steht einer auf. Mhm. Lydia, mach mal. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Komm. Du bist down, okay.
Irgendwas ballert noch auf mich. Ah, wir brennen hier beide. Okay, warte, warte, warte. Naja, mit Lydia wollte ich es eigentlich... Lydia sollte eigentlich nicht hochfliegen, aber okay, es geht aber. Oh, es ist echt... Es ist immer ein Ritt auf der Rasierklinge hier. Stoppel. Warte, 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 warte. Ja, so leveln wir natürlich auch. Waffe wechseln. Gucken, ob wir hier irgendwas abstauben können. Kaiserliche Stiefel. Lederstreifen. Okay, Lederstreifen nehmen wir mit. Was ist das? Okay, wir nehmen es mal mit. Wir nehmen die Bücher mit. Okay, zack, was ist das jetzt hier? Das ist ein Trollschädel, den nehmen wir nicht mit, aber den Lederstreifen nehmen wir mit. Aufschließen, Schatulle der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Okay, wir probieren es mal. Okay, da nicht. Wir haben noch ein paar Dietriche. Da auch nicht. Okay, es ist... Da, da auch nicht. Was ist denn das? Ich hatte es doch eben gehabt. Das ist ganz minimal. Mal ob wir das kacken hinkriegen. Oh. Okay, warte mal kurz. Ja, super, Schlossknacken verbessert. Auch geil. Da haben wir doch irgendwie was, ne? Da war doch was. Taschendiebstahl. Nee, das ist es nicht. Haben wir hier irgendwas mit Schlossknacken? Sieht nicht danach aus. Schicksals. Schade. Komm, wir probieren es nochmal. Wofür haben wir denn sonst die Dietriche? Außerdem levelt uns das ein bisschen. Na. Aber das ist wirklich... Ah, dieses Millimeter da... Wirklich? Na komm, das lassen wir sein. Schade, schade drum. Was soll's. Okay, komm mal her hier, Kumpel. Ich bin überladen. ETF. Ausrüstung. Inventar. Das Eisenhelm des Beschwörers. Stufe 33. Wir haben den. Der ist besser. Knochenrüstungsschild. Schuppenpanzerrüstung. Zwergstiefel der großen Ausdauer. Steigert die Ausdauer um 40 Punkte, okay. Um 50 Punkte. Aber das könnten wir vielleicht Lydia geben. Vielleicht können wir das mit Lydia handeln. Dinge. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja. Dann zeig mal, was hast denn du? Ausgerüstet. Du hast an alte Nordbarbarenstiefel. Die kriegst du nicht. Du kriegst jetzt von mir was Neues. Wieso geht das nicht? Die hat 70. Warte mal. Knochenrüstung. Moment. Hexenplatten 88. Knochenrüstungshelm. 39, 37. Ach, verdammt. So, kann ich dir jetzt die Stiefel geben? Ja. So, hat's auch angelegt. Sehr schön. Sehr gut. Waffentechnisch. Orkischer Pfeil geben wir dir mal. Vulkanglaspfeil. Oh, schön.
Zwergenbolzen. Du bist ja... Was hast du denn sonst noch bei dir? Nichts wirklich, ne? Das ist schon ein schönes Schwert. Aber der ist noch ein bisschen schwach hier. Level Schaden 11, da müssen wir was machen. Dann holen wir uns mal einen neuen und werden den mal ein bisschen verzaubern dann. So, jetzt hast du neue Stiefel. So, hier komm, Kumpel. Ich hoffe, du kannst noch weiter mitschleppen. So. So, jetzt müssen wir dir mal ein bisschen was geben. Also, das bekommst du, das bekommst du, das bekommst du, das bekommst du. Weg damit. Waffen haben wir ja nicht wirklich was. Doch, hier Zwergenbolzen. Aber wir haben keine Armbrust. Deswegen... Orkischer Pfeil, das lassen wir mal. Metall, Kreisel, Erz, Golderz. Wir müssen das alles verarbeiten. Schleppen so viel Zeugs mit rum. So, alles klar. Okay, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Becher. Hier ist ein Tornister. Ein Rucksack. Die Wolfskönigin Buch 4. Okay. Truhe Adept. Gut, dass wir uns noch was aufgehoben haben. Aha. Ah, diese Schlossknackerei, ne? Da müssen wir auch noch jeden Fall investieren. Zaubertrank der starken Heilung. Den nehme ich doch zum Beispiel sehr gerne mit. Trommel. Was die hier nicht für Scheiße haben. Handschuhe. Elchpelz. Okay, den Pelz nehmen wir mit. Vase. Hier geht's auch weiter. Salz, ja, nehmen wir gerne mit. Okay, wir gehen mal gucken, wo es hier lang geht. Ah, ein Knast, okay. Aha. Komm schon. Boah, Alter. Gnarf. Gnarf, sag ich nur. Okay, alles klar. Also alles auf Anfang. Was haben wir hier? Pferdefell. Wir wissen ja, in die Richtung war das. Na. Sollte sich das jetzt anders entwickelt haben? Hä? Okay, jetzt ist es in die andere Richtung. Meine Fresse. Jetzt habe ich keinen Dietrich mehr. Verdammt. Ja, Lydia, ich weiß. Hier ist langweilig, ne? Ja. Aber keine Sorge. Wir kümmern uns gleich drum, indem wir uns nämlich was reinpfeifen. Schwupp. So, zack. Komm her, ja, du.